ist ja interessant. Und wie komme ich an die... an die Feuer... Ah, wir haben da neue Elemente verbaut. Wir haben neue Elemente verbaut. Lass mich da mal... Nein, nein. Oh, ich wollte jetzt runter zu den Pilzen. Aber der Hammerbruder hat mir einen auf den Sack gegeben. Jo, Servusle, zum weiteren Part Super Mario Maker, diesmal ohne Vorspann, da das Ganze jetzt ein laufendes Let's Play wird, zumindest für gewisse Zeit. Wir schauen uns ein Level an vom Lucky Boy, also wir machen quasi weiter mit den Zuschauerleveln. Und zwar hat Lucky Boy eingesendet, Haus des Horrors, glaube ich. Haus des Horrors war's, ja. Und wenn's geladen hat... dann schauen wir uns das Ganze an. Der Lucky Boy ist selbst Let's Player. Ich werde seinen Kanal in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr mal draufschauen. Könnt ihr euch mal seinen Kanal anschauen. Wo muss ich eigentlich hin? Ich muss nach oben. Das war schon richtig. Trixie, Trixie. Kamek. Und schon bin ich tot. Erschlagen von einem Schraubenschlüssel. Könnt ihr euch mal seinen Kanal anschauen, zu gegebenen Zeitpunkt oder was auch immer. Verdammt. Ja, jetzt lass mich hier mal in Ruhe sprechen. Auf den Lucky Boy seinen Kanal gehen, seine Videos anschauen, einen Daumen nach oben geben und abonnieren. So, jetzt. Und schon wieder wurde ich getroffen, ist ziemlich tricksy hier der Abschnitt. Oh, jetzt bin ich durch die Tür, das wollte ich nicht, gehen wir wieder zurück. Da war doch was, hier war doch irgendwo, genau. Ah, hier ist eine Feuerblume, ist ja interessant. Verdammt, wurde schon wieder getroffen. Ist das ein Trixie-Level? Oh oh, oh oh, und Blooper, Blooper, lauter Blooper, geh weg. Feuer, und ah nein, das Feuer, durch die Tür. Trixie-Level, echt. Ein Trolling-Trixie-Level. Und nu? Ach, da geht's rauf. Okay, verstehe schon. Bomben? Ohne Feuerblume? Und da ist Bowser Junior. Verpiss dich du mal. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Anna, ich brauch den, glaube ich, hier, oder? Geh mal her, Bowser Junior. Du musst mir hier, glaube ich, den Weg frei machen. Bomben, hier sind überall Bomben. Verdammt. Wo ist denn jetzt Bowser Junior? Irgendjemand muss mir doch den Weg jetzt da frei machen. Hä? Versteh's, ne? Hä? Wer hat jetzt da das aufgemacht? Warum muss ich mir den Weg frei bomben? Das geht doch gar nicht, oder? Doch, das geht. Alter. Versteh's, ne? Ja, genau. Kurioses Level. Ich versteh's, ne? Macht der? Doch, der sprengt es auf. Alles klar. Ich dachte jetzt, die gelben Blöcke kann ich nicht wegsprengen. War ein Gedankenfehler meinerseits. Aber Kamek macht sie von der anderen Seite auf. Ist ja nett. Ja, genau. Und unten kommt noch ein Buhu. Was kommt denn da alles angeschissen? Genau. Immer auf den Doschen. Alle wollen sie auf den Doschen. Komm, geben wir noch mal ein Item oder sowas, bevor ich sterbe. Ist das Trixie. Da ist es. Und Kamek und hau ab. Ab durch die Tür. Ist das ein Trixie-Level? Ach, das ist ja geil. Und die Bubus? Alter, genau. Drei Buhus hier noch. Ah, ich darf nicht nach hinten schauen, sonst verschwinden sie. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Trixie. Absoluter Blindscham. Ich habe mich jetzt nicht mehr gesehen. Glück gehabt.
Ja, ist ein bisschen trollig, dein Level. Aber ganz interessant mit den verschiedenen Abschnitten. Hat mir gefallen. Auch wenn stellenweise ein bisschen tricksy war. Ja, und wie wir gesehen haben, hast du mehr Level. Die werden zu gegebener Zeit alle noch gezockt von mir. So bekommst du den Stern, wenn es meine Internetleitung zulässt. Na komm. Na komm, Sternchen. Na komm. Komm. Jawohl, ja. Lucky Boy, bekommst du einen Stern oder hast du einen Stern bekommen? Ich bedanke mich fürs Einsenden deines Levels. Hat mir gefallen und wie gesagt, alle anderen bitte mal auf den Kanal vom Lucky Boy schauen. Video kommentieren, Daumen nach oben dalassen und abonnieren. Das nächste Level ist von Phoenix Best Of. Der hat ebenfalls einen YouTube-Kanal, allerdings macht er keine Let's Plays, sondern wie es der Name schon sagt, Best-Offs. Das letzte Best-Off, das ich vor ihm gesehen habe, das war vom Leo Plays. Ein ends geiles Best-Off, hat mir gefallen, macht er richtig gut und ich glaube das Level, das er eingesendet hat, war das Water Nightmare? Ich glaube schon, die anderen Namen kommen jetzt nicht bekannt vor. Water Nightmare, glaube ich, hat er eingesendet. So, alle bitte auf den Kanal von Phoenix Best Of. Link dazu in der Videobeschreibung. Auf dem Kanal sich die Best Ofs anschauen, Daumen nach oben geben und abonnieren. Ja, ein Wasserlevel. Ein Wasserlevel. Hä? Ach, ich brauche da oben die Blume. Ich sehe schon. Ich brauche die Feuerblume. Oh, das war knapp. Geh weg. Das war knapper. Ja, Wasserlevel ist ja nicht so mein Dingens. Weil ich es einfach nicht auf die Reihe krieg. Oh, geh weg, Goomba. Cheep, cheep. Aber wenigstens kommt die Blume immer wieder. Das ist richtig gut. Der gigantische Goomba. Habe ich jetzt natürlich nicht getroffen. Und schieß permanent in die falsche Richtung. Kann ich dich eigentlich kaputt machen? Ja, es geht. Ich mag keine Wasserlevel. Trixie. Überall geschossen. Und verdammt. Ein Blooper mit einer Kugelwilli-Station auf dem Kopf. Ist ja interessant. Und wie komme ich an die... An die Feuer... Ah, wir haben da neue Elemente verbaut. Lass mich da mal... Nein. Oh, ich wollte jetzt runter zu den Pilzen. Aber der Hammerbruder hat mir einen auf den Sack gegeben. So, wir brauchen jetzt nochmal die Feuerblume. Ja, ich glaube, das Level könnte etwas dauern. Wasserlevel ist halt überhaupt nicht mein Dingens. Ach, bin ich ein Depp. Ich komme doch ohne Feuerblume gar nicht da durch. Also darf ich sie nicht verlieren. So, jetzt. So, mal schauen, dass wir hier den... Hey, der schießt hier umeinander. Geh mal du weg. So. Und der rote Kugelwilli. Alle wollen mir ans Leder hier schon wieder. Geh weg. Und ach, oben ist der Hammerbruder. Kann ich den jetzt abballern? Ja, natürlich so nicht. Oh, ich habe die Wolke. Bringt die mir was? Ich hatte noch nie die Wolke unter Wasser. Was bringt die mir? Ja, witzig. Oh, geht's da oben rein? Nein, hier geht's nicht rein. Hier ist gar nichts. Einfach nur ein Loch. Hat es einen Sinn gehabt? Wo muss ich hin? Links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Cheep, Hammerbruder. Hier sind Stacheln. Ach so, oder muss jetzt schauen, dass ich da schnell durchkomme. Oh, geschafft. Komm bestimmt, ich dachte... Oh, Feuerblume. Und Bomben. Bomben, geh weg. Bowser Juniors, geh weg, muss ich euch bekämpfen, oder, ich weiß nicht, na, es sieht jetzt so aus, ist also kein Schlüssel verbaut oder sowas, aber die, wie heißt das Teil,
Zackensäule oder so, Dornensäule, irgendwie sowas, die war verbaut. Eins der wenigen neuen Elemente, mit dem neuen Update habe ich mich selber noch nicht großartig auseinandergesetzt. Ich habe zwar mal im Baumodus ein wenig rumgeschaut, wo was versteckt ist, aber so im Großen und Ganzen habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Weltrekord 1,34, ich war gerade bei 1,52. Alles klar, bekommst du den Stern und danke fürs Einsenden deines Levels. Alle anderen Leute, bitte klickt auf den Kanal von Phoenix Best Offs. Schaut euch die Videos an, die sind wirklich gut. Es sind ganz interessante Best-Offs dabei. Und was wahnsinnig interessant ist an seinem Kanal, man findet Leute, oder man findet Let's Player, die man normalerweise nicht finden würde. Und es ist immer mal wieder der eine oder andere dabei, der einem quält. Und dann hat man neues Material zum Anschauen. Ist ganz interessant. So kam das eine oder andere Abo zustande. Und natürlich Phoenix Best Off nicht vergessen zu abonnieren. Klasse Kanal. Auch du hast mehr Level gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Die werden wir uns zu einem gegebenen Zeitpunkt mal anschauen. Werde ich demnächst mal machen. So, wo sind wir? Bei knapp 11 Minuten. Wo macht man weiter? Was fehlt denn jetzt noch? Ich bin jetzt gerade überlegen, wen wir noch nicht hatten. Was noch fehlt, was ich noch machen muss? Ich habe keine Ahnung, dass ich so schnell da durchkomme, dass ich diese zwei Level so schnell schaffe. Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Und darum gehen wir hinter zu meinem Platzhalter, so wie ich es immer mache. Und zwar, hier war das, wo waren wir? Hier waren wir, glaube ich, oder? Welt 9. Die Beispiellevel Welt 9. Oder waren wir Welt 8? Nein, ich glaube, Welt 8 haben wir gemacht. Welt 9 spielen. Schauen wir uns diese Beispiellevel noch an. Es sind ja nicht mehr viel. Dann haben wir das auch hinter uns. Dann können wir uns ganz den Zuschauerleveln widmen. Beziehungsweise jenen Leveln, die nicht eingesendet wurden, aber die von Usern erstellt wurden, die mir Level zugesendet haben. Also sprich die Level vom Drake, vom Lucky Boy, vom Phoenix, vom Tornado, vom was weiß ich was, wer noch alles Level erstellt hat, die wir noch nicht gespielt haben. Wo waren wir jetzt? Mampfer? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mampfer? Das Level hat man doch schon mal, oder habe ich es irgendwo in einem Video gesehen? Irgendwie kommt mir das bekannt vor hier. Jetzt muss ich in den P-Switch suchen, vermutlich. Irgendwo? Hier ist keiner. Hä? Ja, die Event-Level wollte ich auch noch mit euch zocken. Ach, der kommt bestimmt da oben raus. Ja, ich dachte es mir. Was gibt's denn da so? Da schon das Ziel. Wann ist die Event... die Event-Level, genau. Die ganzen Event-Level mit den lustigen Figuren, die wir da freischalten können. Da habe ich ja so gut wie noch gar nichts freigeschalten. Clownskutschen. Kanonade. Will ich mit euch noch machen, sind unzählige Level. Es kommen ja mindestens ein Level die Woche noch dazu. Aha. Clownskutsche. Und die böse Piranha-Pflanze. Aha, Kettenhund geht also auch in der Clownskutsche. In der Clownskutsche kann echt jeder fahren. Hau ab. Trixi. Und noch mehr Kugelwilli-Stationen in der Clownskutsche. Komm, lass mich da durch. Hier ist doch schon das Ziel. Mehr ist es ja nicht. Es ist ja eh alles hier Pille-Palle, diese Beispiellevel. Aber ich will sie einfach mal durchzocken, dass wir die auch mal gesehen haben. Ich habe ja schon angefangen damit. Also möchte ich es auch beenden. Es sind ja nicht mehr viele. So, das nächste kriechender Bowser-Turm. Ich bin ja gespannt. Kriechender Bowser-Turm? Ach so, ich verstehe schon. Und was bringt es genau? Ach, ich muss jetzt überleben. Während Bowser jetzt langsam aber sicher in den Abgrund fällt. Genau am Schluss hat er mir noch eine mitgegeben.
Bowser, der alte Lauser. Verdammt. Muss doch auch so gehen. Verdammt. Scroll zu langsam. Scroll zu langsam. Das haben sie mit Absicht gemacht. Soll jetzt auch da raufkommen? Ah, es geht nicht. So. So war es nicht gedacht. Aber so habe ich es gemacht. Haha. So, ist nächste Level. Da waren wir. 3-1 Remix. Unendlich One-Ups. Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil One-Ups spielen bei Super Mario Maker ja überhaupt keine Rolle. Was soll das heißen, unendlich One-Ups? Keine Ahnung. Irgendwas werden sie schon vorhaben damit. Ist das das Level 3-1 Remix? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kommt mir jetzt irgendwie nicht bekannt vor. Ach doch, da kommen die Hammerbrüder. Naja, und schon stürzt sich in den Tod, sinnloserweise. Das war absolut sinnloser Tod. Ja, müssen wir wieder krachen lassen. Mit meinem unendlichen Skill. Piranha-Pflanze. So. Aber ich kann das Level jetzt trotzdem irgendwie nicht einordnen. Ist das wirklich aus... Dankeschön. Aus so Mario Bros. 1? Ein Remix von was? Das kommt mir nur stellenweise bekannt vor. So. So. Ah, hier ist ein Pilz. Dankeschön. Das ist das längste Beispiellevel bis jetzt. Und hier ist auch schon das Ziel. Das war's auch schon. Schauen wir uns das nächste Level an. Was es nicht gegeben hat, sind Beispiellevel zu den neuen Elementen, die mit dem Update dazukamen, was ich schade finde. Oder? Nein, es gibt keine anderen Beispiellevel, also keine neuen, was ich komisch finde. 3-2 Remix-Pyramiden. Da hätten sie ruhig aber Beispiellevel machen können. Vielleicht kommen die ja noch. Ja, lieber spät als nie. Müssen wir jetzt in die Röhre? Sieht so aus. Ohrschluch. Kettenhund. Das Kettenhund-Massaker. Ja, da hätte ich mir ruhig Beispiellevel gewünscht, um zu sehen, wie das alles funktioniert. Es gibt ja da... Dunderwetter. Es gibt ja da einige Möglichkeiten, die man da machen kann. Mit den... Dachte ich, da wäre ein Item drin. Mit den Münzen. Mit den roten Münzen und dem Zeug. Und den Schlüsseln. Das weiß ja auch nicht jeder, wie das funktioniert. Da wäre ein Beispiellevel nicht schlecht gewesen. Das war auch Glück. Ah, ich erinnere mich an dieses Level. Genau. Das gab's so, wie es hier ist, auch im Original. Bisschen abgewandelt. Ohne diese Gegner hier. Und ohne Jeep Jeep. So. Ab. Ab dafür, ab durch die Mitte, ab ins Ziel. Und Kamek. Haben sie Kamek nochmal hingesetzt, damit er dir nochmal kurz vom Ziel eine auf den Sack haut. So. Was haben wir jetzt noch? Bowser auf der Flucht. Bowser auf der Flucht. Schauen wir mal, vor was er denn fliehen muss. Der Bowser, der alte Lauser. Ach, Bowser auf so Schienen. Ist ja interessant. Komm, gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. So, jetzt, Und ein Yoshi-Ei. Yoshi! Und da ist schon das Ziel, ja. Das ist ein Beispiel, wie man Bowser an einer Schiene laufen lassen kann. Oder fahren, oder wie auch immer. Interessant. Das ist ein interessantes Levelkonzept. Damit könnte man durchaus ein ganzes Level gestalten. Vielleicht sogar von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das geht. So eine Art Verfolgungslevel oder sowas. Ruhig Blut. Ruhig Blut. Wieder was mit Clownskutsche. Schauen wir uns an, das letzte Beispiellevel, zumindest das letzte Beispiellevel, das ich hier freigeschalten habe. Ach so, deshalb ruhig Blut. Vor den Zacken aufpassen.
vor den Zacken aufpassen. Ja, da gab es in der Musikschule Pause vom Drake einen schwereren Abschnitt in der Art. Oder ist... Gehst du weg? Geh weg! Boah, so ein Sack. Auch das haben wir geschafft, aber die Musikschule Bowser, da war ein schwerer Abschnitt in dieser Art mit dabei. Deshalb ist das hier überhaupt kein Thema, kein Problem, das ist nicht der Rede wert. Aber ist ja auch nur ein Beispiellevel, soll dem Spieler oder dem Erbauer ja nur als Beispiel dienen. So Leute, das waren die Beispiellevel, wir haben sie alle durch. Wie ihr seht, geht das Ganze bis Welt 17. Ich bin gespannt, ob Nintendo da noch was freischaltet, beziehungsweise noch irgendwas erstellt. Für was die Platzhalter sind, ich weiß es nicht. Werden wir uns in Zukunft überraschen lassen? Ja, wenn ihr wollt, dass ich eure Level zock, dann die Level-ID in die Kommentare posten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem einen oder anderen Zuschauer-Level. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.